den Hass heraufbeschwören der anderen europäischen Völker. Wenn es so weitermacht, ja. Und es wird so weitermachen. Oder wird Deutschland so weitermachen? Tja, möglicherweise, ja. Es ist offen. Erwachen wir aus dem Schlaf der Vernunft? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt, ich möchte mal die Brücke schlagen zu diesem Schandmal von Dresden, diese drei aufgerichteten Busse. Diese drei aufgerichteten Busse, die wurden in Aleppo aufgerichtet, ich glaube 2015. Und die Terrorgruppe, die diese Busse aufgerichtet hat, als Kugelfang, also in Aleppo oder in anderen Städten in Syrien, da werden schon mal Teppiche oder Bettlaken oder Vorhänge am Ende einer Straßenschlucht aufgehängt als Sichtschutz, damit Scharfschützen nicht in diese Straßenflucht hineinschießen können. Und solche Busse, zumal wenn sie schon keinen Gebrauchswert mehr haben, weil sie kaputtgeschossen wurden, können dann als Kugelfang dienen und Sichtschutz. Und diese Funktion hatten sie da in Aleppo, als sie, ich glaube, 2015 aufgerichtet wurden. Aber sie wurden aufgerichtet von Ara al-Sham. Ara al-Sham ist ein Al-Qaida-Ableger. Das sind Hardcore-Islamisten. Und da wird in Dresden vor der Frauenkirche, die von Bürgerspenden wieder aufgebaut wurde, aus Ruinen, nicht vom Staat, ja. Da wird also von der Stadt jetzt, die an der Wiedererrichtung der Frauenkirche keinen Anteil hatte, oder geringen Anteil, ja, das wurde von Bürgern getragen, von der Bürgerschaft Dresdens. Ich habe damals auch in den 90er Jahren, Anfang der 90er, habe ich auch gespendet dafür. Da wird vor den Augen der Bürger, vor ihrer Frauenkirche, ein Mahnmal der Schande, ein Denkmal der Schande errichtet, welches den Terrorismus vor der Frauenkirche symbolisiert. Das ist ein Mahnmal oder ein Denkmal, wo man sich oben die Ara al-Sham-Flagge vorzustellen hat. Der Künstler behauptet jetzt, er habe davon nichts gewusst. Und ich glaube nicht an den Weihnachtsmann. Beides sind Tatsachenbehauptungen, ja? Darf ich so sagen, ja? Ihr dürft an den Weihnachtsmann glauben, selbstverständlich, ja? Der Künstler hat davon nichts gewusst. Der hat Fantasien, wie Europa in einem anderen Geschichtsszenario arabisch kolonisiert wird oder hätte kolonisiert werden können. Was wäre, wenn? What if? Ein Szenario. Ne? Europa völlig islamisiert. Die Einheimischen, die europäischen Völker islamisiert, arabisiert. Man darf ja noch mal träumen. Ja? Also dieser Künstler da, der von der Stadt Dresden gefeiert wird, der von den von denen, die sich im Kampf gegen rechts befinden, gefeiert wird, hat islamische Großmachtträume. What if? Was wäre, wenn? Ara al-Sham ist eine Terrororganisation im Al-Qaida-Umfeld. Al-Qaida, das ist CIA, Saudi-Arabien, Katar, Türkei. Das ist so Mossad auch, ja. Das ist so eine Gemengelage.
von militärischer, logistischer, finanzieller Unterstützung, von Ausbildung, von propagandistischer Unterstützung, wo dann diese Terroristen zu sogenannten moderaten Rebellen umdefiniert werden, ja, von der westlichen Medienlandschaft, von den Leitmedien. Das ist eine Unterstützung auf breiter Ebene im Graubereich, aber eine Unterstützung, ohne die diese Terrorgeschichten in Syrien nicht möglich wären. Dahinter steckt der Westen, auch wenn es Saudi-Arabien ist oder Katar, ja. Saudi-Arabien ist der größte Verbündete Deutschlands beispielsweise. Man soll jetzt nicht auf den Fehler verfallen, die Deutschen selbst dafür verantwortlich zu machen, aber die Deutschen neigen dazu, zu schlafen, ihre Vernunft nicht zu gebrauchen, nicht selber zu denken, geschweige denn offen zu sprechen miteinander. Die Deutschen möchten nicht hinschauen. Ich schaue da gerade auf diesen schlafenden Mann, ne? Der liegt da so, ne? Der Schlaf der Deutschen, der fängt erst einmal so an, ne? Nicht sehen wollen, wie bei diesen drei Affen, ne? Nicht sehen, nichts hören, nichts sagen. So fängt der Schlaf der Deutschen an, ne? Aber sie sind schon lange so. Und das halte ich für möglich und für wahrscheinlich. Ich könnte jetzt auch sagen, für nicht unwahrscheinlich, ja. Also ich sage nicht, das tritt mit Sicherheit ein. Ich sage, es gibt eine Wahrscheinlichkeit weit über null, dass hier Monster kommen werden. Reale Monster. Weil die Vernunft schläft. Bei diesem Denkmal der Schande in Dresden, ja, wie ich das nenne, da haben wir noch etwas anderes. Dresden symbolisiert einen Terror, einen Kriegsterror, flächendeckend mit Brandbomben. Dresden steht symbolhaft für diesen Feuersturm über Deutschland. Dieser Feuersturm, der über Deutschland gebracht wurde, hatte militärisch keine Bedeutung. Er war Vergeltung, er war Rache. Er war gezielt eingesetzter Terror. Man könnte auch sagen, gezielt eingesetzte Traumatisierung eines ganzen Volkes. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es herbeigeführt.